Evelyn. Was? Die Evelyn. Die kommt jetzt auch noch. Sie war das die ganze Zeit. Aus dem Haus entkommen. Evelyn, sie hat immer nach ihrem Komplex. Sie sind verloren. Warum will sie nur dich? Von wem redet Evelyn jetzt? Den Ziegen? Erinnerung zurück, Resident Evil 7, da hat sie alle manipuliert, die ganzen Bakers, damit sie eine Familie hat. Ja, hat Ethan ja durchkreuzt, gemeinsam mit New Umbrella. Weg. Schnell durch. Weg. Hey, sie kommen. Ja, es ist Ethan. Eilig. Wir nehmen uns nochmal zurück, was Ethan betrifft. Er war ja die ganze Zeit über schon tot. Gestorben durch Joe Baker direkt am Anfang von Resident Evil 7.
Er lebte aber immer noch, weil er die ganze Zeit schon so infiziert war von Evelyn mit diesem Virus. Und dadurch ist ja mit der Schwangerschaft mit Mia das Kind entstanden, Rose. Und jetzt hat sie sich gerade beschwert, sie sollten nach dem Tod wieder zu mir kommen, zu Megamyziten, gemeinsam. Ethan, vermute ich mal, hat Rose jetzt wieder beschützt. Sei vorsichtig. Noch sind wir nicht sicher. Dahinter steht Evelyn. Sag immer Evelyn. Können immer noch nicht raus. Benutze deine Kräfte an ihr. Wenn sie schwach ist, kann ich helfen. Gegen Evelyn kämpfen. Bereite dich gut vor. Variante 4. Wenn man so will, hat ja Evelyn. Ganz ruhig, du schaffst das. Lass los, lass los. Wenn man so will, hat ja Evelyn Rose erschaffen. Durch diese Aktion hatte Ethan ja erst das ganze Virus in sich. Dadurch ist ja dann Rose entstanden mit den Kräften. Hier lang. Endlich kriegst du das, was du verdienst. Ja, lang. Mann, wie geht denn das? Völlig zugerostet. Nein, ach, ich war zu weit drin. Hier sterbe ich häufiger als im Hauptspiel. Ist noch nicht erledigt.
bin ja leibliches Kind. Pass auf, wo du hintretest. Drittes Mal. Du hasst mich. Hier drüben. Fokussiere deine Kräfte länger. Ich helfe dir. Ich